Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich bin Juli, das ist der Monty und heute werden wir besprechen, warum euch der Hund ableckt. Oh ja, die allermeisten Hunde machen das wirklich ziemlich gerne, dass sie schön durchs Gesicht schlabbern oder auch meinetwegen am Arm oder so oder am Bein. Monty macht das eigentlich auch ganz gerne. Wenn ich auf dem Sofa liege und er zu mir kommt, dann schlabbert er mich einmal schön hier ab. Ja, was möchtest du von mir? Ja, genau. Wie man jetzt gerade gesehen hat, hat er meine Hand abgeleckt und ich habe mich immer gefragt, warum machen die Hunde das eigentlich so gerne? Also woran liegt das? Und der Frage werden wir nun auf den Grund gehen. Wer uns noch nicht kennt, das hier ist Kleinspitz Monty. Ich bin die Juli, ich studiere im Moment Psychologie, bin da im Masterstudium und ich beschäftige mich aber auch so ein bisschen mit der Psyche des Hundes, eben nicht nur mit dem Menschen, sondern auch mit diesem Wesen hier. Und gehe dann eben so den Ganzen auf den Grund bestimmten Fragestellungen. Und der Kleine hier ist wirklich immer sehr gerne dabei. Also heute möchte er scheinbar viel Aufmerksamkeit von mir haben oder er erwartet einfach, dass er Leckerli bekommt, was ich jetzt gerade nicht da habe. Tut mir leid. Aber wollen wir jetzt mal zum Thema übergehen. Also wie sieht das Ganze eigentlich im Hunderudel aus? Okay, Monty hat sich jetzt ein schattigeres Plätzchen ausgesucht. Und wir fangen mit der Thematik an. Wie sieht das Ganze im Rudel aus? Im Hunderudel lecken die Hunde sich gegenseitig ab. Sie machen das vor allem, um Zuneigung und Liebe zu geben. Sie machen das aber auch einfach nur, um sich gegenseitig zu begrüßen und Freude auszudrücken. Also Lecken fördert bei den Hunden die Beziehungen. Sie werden schon im Welpenalter von der Mutter abgeleckt. Sie macht das halt, um ihre Zuneigung zu symbolisieren. Aber es führt auch dazu, dass der Kreislauf und die Verdauung von den Welpen angeregt wird. Also es hat sogar Funktionen, die den Körper betreffen. Sie sind es also schon trainiert im Rudel, auch von ihren Müttern, dass sie abgeleckt werden. Und schlichtweg bedeutet es eigentlich nur sowas wie Zuneigung und Liebe. Denn sie können es ja auch nicht wirklich anders ausdrücken. Also was heißt das jetzt besonders? Wenn wir jemanden besonders gerne haben, dann können wir ihn streicheln mit unseren Händen, wir können ihn anfassen. Aber die Hunde, gut, die könnten es vielleicht auch versuchen mit ihren Pfoten, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so einfach. Aber die Hunde machen das dann eben auf eine andere Art und Weise, nämlich indem sie jemanden ablecken. Das ist dann sozusagen das Streicheln. Also, wenn jetzt der Hund einen Menschen abschlabbert, dann bedeutet das, dass er sich wohlfühlt, ihm vertraut und auch seine Rudelführung akzeptiert. Man könnte es als positives Zeichen werten. Es bedeutet so viel wie, ich hab dich lieb und du bist der Chef. Man könnte es damit zusammenfassen, dass er ihn gern hat und sich auch so ein bisschen um ihn kümmern möchte. Mir fällt es ganz besonders auf, dass wenn ich meine Hunde streichel, dass die dann auch oft das Bedürfnis haben, mir etwas zurückzugeben und gerade in solchen Momenten mich ablecken. Und da das auch so ein wichtiger Kommunikationsstil ist für die Hunde, wäre es schlecht, wenn man das Ganze abwehren würde. Also wenn man das jetzt als Mensch nicht möchte, was ja komplett in Ordnung ist, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man seine Hand hinhält als Alternative und der Hund dann darüber sozusagen seine Gefühle ausdrücken kann. Es kann aber auch weitere Gründe geben, warum der Hund das tut. Was aber eher selten der Fall ist, aber es ist möglich, dass er zum Beispiel ausdrücken möchte, dass er Langeweile hat oder er möchte gerne Futter haben oder spielen. Und wenn der Hund einen Säugling ableckt, dann möchte er sich um ihn kümmern und ihn beschützen. Das bedeutet auch, er würde sehr viel dafür tun, dass es ihm gut geht. So, damit sind wir am Ende unseres etwas kürzeren Videos angekommen heute mal und ich hoffe, ihr könnt die Hunde jetzt ein bisschen besser verstehen, Martin. Er möchte gerne mein Leckerli haben. Das bekommst du gleich noch ein bisschen Geduld. Wir wollen uns noch von euch verabschieden. Und genau, wenn ihr das Video mögt, also wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ja, okay, du bekommst es ja jetzt nochmal sitzen.